Yo, peace Leute, was geht? Und zwar zeige ich heute den Around the World, wie man den am einfachsten machen kann und so ein paar Tipps eventuell für euch, wie es am besten funktioniert. Heißt, ihr wollt mit dem Fuß um den Ball drumherum, entweder am Jonglieren oder wenn ihr den Ball praktisch hier so habt. Ja, das Wichtigste ist, probiert den Ball so weit unten wie möglich anzuheben und dann drumherum, anstatt schon hier oben zu sein und dann drumherum, weil dann kriegt ihr das Bein nicht höher. Ja, deswegen Vorteile für die Leute, die das Bein automatisch schon höher bekommen als andere, um den Ball zu gehen. Kleiner Tipp ist halt auch, ihr müsst nicht unbedingt in dem Winkel um den Ball, ihr könnt auch das Bein weiter vorne haben um den Ball, dann müsst ihr halt nicht so hoch gehen. Ne? Das geht auch, ist jedem seine Sache, wie ihr es macht, Hauptsache man kommt um den Ball. Und vor allen Dingen, wenn ihr das macht im Jonglieren, dann tippt den Ball am besten hier vorne mit dem Zeh an, dass es so aussieht. Ja. Ihr seht das, der Ball springt schon von alleine schön nach oben und dann geht ihr um den Ball drumherum. Ich finde es halt immer am besten, wenn man außen drumherum geht, weil gefühlt kriege ich das Bein einfach höher, als wenn ich jetzt von innen komme. Keine Ahnung, das ist mein Gefühl. Deswegen testet es einfach, wie gesagt, lupft den Ball leicht an, so weit unten wie möglich, probiert dann um den Ball zu kommen. Ja, das kann man langsam machen, ihr müsst das gar nicht schnell probieren, das geht langsam genauso. Und heißt, wenn ich den Ball jetzt hier habe, ich finde es auch so schwerer, als wenn man es im Jonglieren macht, wenn der Ball am Fuß liegt. Und wenn ihr dann jongliert, halt wirklich, mache ich halt lieber gerne außenrum. Oh, verdammt. Und genau das ist der Fehler. Was ihr nicht machen dürft, ich habe den hier oben berührt. Und dann drumherum. Das, wenn ihr das macht, seht ihr, kommt er einfach nicht mehr um den Ball. Ja? Wenn ich jetzt weiter unten mache, dann geht es sauber. Ja? Deswegen müsst ihr wirklich immer probieren, den Ball so weit unten wie möglich zu treffen. Gut, dass ich das eben auch mal falsch gemacht habe. Ja, und dann kommt ihr da auch schön sauber um den Ball drumherum. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare und ich sage wieder Peace Leute, Kuba Benny reinhauen und bis dann.